Ich kenne es und auch du kennst es sicher. Dieses Gefühl des Ankommens an einem neuen Ort. Am ersten Tag? Der allererste Tag hier, wo du hier in der Schule warst. Also ich war sehr aufgeregt. Ich war gespannt, was mich erwarten wird. Neu, aber auch irgendwie auch schon mittendrin. Am Anfang, da kannte ich eigentlich noch niemanden. Aber dann wurde es einem leicht gemacht, sich hier zurechtzufinden. Ich habe neue Klassenkameraden kennengelernt und habe direkt eine Freundin gefunden. Und es hat Spaß gemacht. Für mich ist es schon lange nicht mehr das erste Mal. Aber ich weiß, dass es das für die Kinder, für dich ist. Jedem individuell einen erfolgreichen und angenehmen Start zu ermöglichen. Jeden als einzelnen Menschen und nicht nur als einen von den Neuen wahrzunehmen. Das sehe ich als Teil meiner Berufung. Du bist du. Und du bist wichtig. Von Anfang an stehst du im Geschehen und bist mittendrin. Und schnell spürst du ihn, diesen besonderen Moment, an dem du weißt, hier bleibe ich, denn hier kann ich alles sein. Weltverbesserer, Grenzenverschieber, Lieblingsmensch, echter Kenner, beste Freundin, Spezialist, Sportskanone, Naturgenießer. Die ersten Tage gehören dir und deiner neuen Klasse. Lern alles in Ruhe kennen. Niemand bleibt alleine. Unser Klassenlehrer ist immer für uns da. Jeder wird an die Hand genommen. Keiner wird übersehen. Und wir helfen ja auch einander. Neue Freundschaften entstehen. Spätestens während den Kennenlerntagen. Wir leben Respekt, Toleranz und Vertrauen. Für uns selbstverständliche Voraussetzungen für einen Lernraum, in dem man fürs Leben lernt. Hierfür beste Bedingungen zu schaffen. Egal für welche Lage. Und besondere Gegebenheiten gewinnbringend zu nutzen, ist unsere Mission. Wir haben das Glück, eine eigene Bibliothek im Haus zu haben. Es gibt ein Klassenpatensystem. Wir haben bewegte Pause. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Spielgeräten, die man für die große Pause ausleihen darf. So können wir uns in den großen Pausen körperlich betätigen. Und wenn es zwischenmenschlich mal hakt? Gibt es die von freiwilligen Schülern gestemmten Streitschlichter? Gute Noten, guter Mensch, gutes Abitur, gutes Leben? Ich glaube nicht, dass die Zeugnisse es sind, die uns hier aus der Schule als reife Leute rauskommen lassen. Dein Weg ist so individuell wie deine Persönlichkeit. Wir achten darauf, dass du ihn auch so beschreiten kannst. Wir nehmen dich an die Hand. Lassen aber auch gerne mal los. Keine Angst vorm freien Fall. Es lohnt sich. Wir werden hier aufgefangen. Klettern müssen wir aber selbst. Am Ende muss trotzdem jeder für sich selbst leistungsbereit sein. Ein Zuckerschlecken ist das selbstverständlich nicht. Wir sehen und hören dich mit dem, was du mitbringst. Zeig uns und dir selbst, was du kannst. Und wenn dein Schiff in stürmische Gewässer gerät, dann werden wir zu deinen Begleitern. Ich habe das Gefühl, für jedes Anliegen oder Problem einen Ansprechpartner zu haben. Sei es mein Sitznachbar, mein Klassenlehrer, mein Pate, mein Hausaufgabenmentor, mein Fachlehrer, die Verbindungslehrer, die Streitschlichter oder der Schulleiter. Auch ich habe selbstverständlich für jeden jederzeit ein offenes Ohr. Meine und unsere Motivation. Jedem genau den Start ermöglichen, den auch ich haben wollen würde. Ich bin stolz auf alles, was wir dir für dein erfolgreiches Ankommen bei uns bieten können. Das alles ging dir zu schnell? Macht nichts. Das gibt's hier jeden Tag. Komm vorbei und finde es selbst raus. Willkommen am Einstein. Willkommen am Einstein. Willkommen am Einstein. Willkommen am Einstein.